Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RoomTolobot 2 mit Seeloquiden und der Tier Challenge. Wir sind gerade ziemlich am struggeln. Also ich bin gespannt, ob das Let's Play noch lange geht. Also ich hoffe, dass wir das nicht frühzeitig abbrechen müssen. Weil erstens, wir sind bankrott. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dann passiert. Also wir haben 0 Gold in der Schatzkammer und haben noch, ich glaube, 300, 400 Euro Ausgaben. Ich weiß nicht, was dann passiert. Bin ich ganz ehrlich, ist mir noch nie passiert. Genau, und unser Land wird von, ihr seht schon hier, von lauter hübschen, feindlichen Armeen überrannt. Also im Süden und Westen ist es genauso wie hier im Osten. Oder also hier ist ja Norden, da ist Osten. Die sind jetzt alle nach hier Edessa gegangen. Ja, ich lasse sie mal frei, dann bekomme ich nämlich 700 Gold. Dann bin ich nämlich nicht ganz bankrott. Genau, das ist nämlich die nächste. Ach, das sollte doch... Okay, der hat drei... Der hat drei Pikiniere. Das ist natürlich nicht schön. Da muss ich dann rausgehen. Da muss ich aus der Stadt raus. Und ihnen Grüß Gott sagen. Weil in der Stadt, also sobald die... Das ist gut. Sobald die in so einer Gasse sind und hier vorne zumachen, da kann ich in, da muss ich dann komplett außen rum und hier in den Rücken chargen und dann können sie sich einfach umdrehen und hier auf dem Feld kann man die von allen Seiten quasi angreifen. Da brauchen sie eine funktionierende Flanke, damit sie geschützt werden. Und das ist so meine Intention, diese funktionierende Flanke zu brechen. So. Die ganzen Elefanten. Ich muss die Einzeltiere reintun, weil sonst checkt er es nicht. So, haben wir alle? Ja. Let's go. So, die ganzen Elefanten. Warte, zwei Elefanten. Gehen dahin. Warte, nee. Die gehen außen. Die haben mehr Leben, die gehen hier hin. Ich lasse die, glaube ich, hier. Aus genau denselben Grund. Weil hier sind die geschützt. Wie lauten eure Befehle? Gepanzerte Elefanten! Ernsthaft? Eure Befehle? Gepanzerte Elefanten! Du willst gegen einen. Gepanzerte Elefanten! Du willst gegen. Okay. Interessant. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Oh, okay. Ja, dann muss ich angreifen. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, aber... Aber funktioniert halt nicht anders. Unser General wird angegriffen! Ja, das sind die Pikiniere, das ist schlecht. Okay, raus da.
Ihr müsst da auch raus. Oh, wir sind ja auch, hier sind ja auch solche komischen Pikniere. Noch nicht dahin. General, geh mal da raus. Der feindliche General ist tot. Ja, ich komm mal hier mit. Okay, das ist gut. Sehr gut. Oh Gott, okay. Also also gegen Pikiniere ist das Ganze nochmal ein bisschen interessanter. Tatsächlich. Also, ja. Das war natürlich ein bisschen unpraktisch, dass meine Elefanten in Rage gekommen sind, bevor ich so den Kessel, sag ich mal, zugemacht habe. Das war ein bisschen unpraktisch, aber letztendlich hat es funktioniert. Ich habe ein paar viele Einheiten verloren. Also bei der nächsten Schlacht wird's interessant. Na, zum Glück sind die noch orange geblieben, aber die da sind halt auch fast tot. Entscheidender Sieg. Ja. Nun. Das war nicht so gut. Aber ja, bei den Pikinieren ist es halt immer so die Gefahr, dass die halt mitten im Kampf dann, also wenn man reincharged von hinten, dass sie sich einfach umdrehen und dann die Phalanx trotzdem anmachen können. Das ist ein bisschen blöd. Okay, das da werde ich kämpfen, weil ich glaube, da kann ich ein bisschen... Ja, okay, ich habe diesen... Wieso sind die so... So... Halb tot. Aber wahrscheinlich, weil ich die gerade erobert habe, oder? Ja nun. Schauen wir mal, was wir da machen können. Ich muss halt schauen, dass ich irgendwie... Hier sind wir. Ist natürlich ein bisschen blöd, bei so einer offenen Stadt so, ja, nun, ich hoffe, dass es dieses Mal funktioniert. Ja, Rome ist einfach ausgegangen. Wunderbar. Ich musste jetzt die ganzen Gefechte nochmal neu machen.
Aber, naja, ich hoffe, jetzt passt es. Okay. Also, der hat eine relativ große Armee. Das heißt, ich stelle mich wieder hier hin. Also, hier stelle ich mich eigentlich immer sehr gerne hin. Die Torreos-Sperre haue ich mal hier hin. Weil die können auch ziemlich schön reinhauen. So. Zum Glück habe ich hier ein paar Fernkämpfer noch, aber Fernkämpfer bringen selten was, wenn nicht nicht eine, also keine Front da ist. Dann sind die eher so semi-positiv. So. Ich bin mal gespannt, was wir da machen können. Also leichte Kavallerie sollte eigentlich gegen unsere Bürgerkavallerie den kürzeren ziehen. Kommt natürlich drauf an, wo sie angreifen. Ist natürlich so, dass er... Unser General wird angegriffen! Dass er einen leichten Vorteil hat, weil die natürlich vollständig da sind. Die sind natürlich ein bisschen stärker unterwegs, haben mehr Männer. Deswegen versuche ich mal mit einem neuerlichen Charge reinzuhauen. Aber dafür müssen leider alle da. So. Okay, die anderen Pferde habe ich alle rausgehauen. Ist natürlich gut. Ich hoffe nur, dass er nicht diesen macht. Weil dann muss ich neu umstrukturieren. Weil hier, das passt soweit. Das da passt auch, dass der gerade nirgendwo sonst hin will. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, der wankt schon ziemlich, deswegen. Einfach nur mal draufhauen. Okay. Das ist gut. Jetzt ziehe ich mich mal hier ein bisschen zurück. Ich hoffe, der geht da lang. Geht da lang. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Weiter. Ja, die fangen schon an, ihre ganzen Dinger wegzuhauen. Ist natürlich nicht optimal. Okay, der. Oh, das ist schlecht. Das ist nicht gut. Okay, was mache ich jetzt? Mach den da. Eure Befehle? Geschossinfanterie zu euren Diensten. Erwarte Befehle. Steinschleudern! Bürgerkavallerie. Nahkampftruppen. Schnelles Marschieren. Okay, ich warte bis. Bis seine paar Handeln dann da weg sind. Ich muss halt hier sehr schnell durch und hier die Fernkämpfer aufräumen. Okay, schnell durch. Hier nicht sehr optimal.
Ja, schneller. Ach, Mann. Wieso? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. Aber ja, das kann ich nicht mehr schaffen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Da kann ich eigentlich nichts mehr machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ernsthaft? Er hat meine Kavallerie besiegt. Was? So ein Schmarrn habe ich selten gesehen. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen negativ bin. Aber also es war klar, dass ich das hier nicht gewinnen kann. Aber das dann so eine. Also das. Steinschleuderer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Eine Kavallerieeinheit besiegen ist halt etwas fragwürdig, ne? Klar, die Kavallerie hatte jetzt nur noch 20, 30 Leute. Ja, okay. Aber die waren auch nicht mehr ganz so freshy. Vor allem nach dem ersten Strike, da. Also kann ich ja nochmal nachschauen, oder? Naja. Aber sowas passiert dann halt immer, wenn, keine Ahnung, wenn man sich, Alter, wenn man sich's nicht leisten kann, dann passieren so solche Sachen. Also das da könnte ich sogar schaffen, weil ich 3 Pekiniere habe. Der hat halt wieder sehr viele Fernkämpfer, aber das sollte machbar sein. So, erstmal den da. Bereit. Eure Befehle? General! Dann die beiden. Zu Befehl! Ja, Kommandant! Zu euren Diensten! Und ja, auch die eine Kavallerieeinheit, die mittendrin einfach aufgehört hat zu laufen. Das ist halt so. Muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. So, die sind Aushilfe. Und los geht's. Bin mal gespannt. Das ist schon mal gut. Unser General wird angegriffen. Okay, der geht außen rum. Und die gehen auch außen rum. Okay. Er kommt mir entgegen. Ja, doch nicht. Okay, ja, das ist zum Glück eine einfache Schlacht. Das ist zum Glück eine einfache Schlacht. Was machen die denn? Was sollen wir angreifen? Greift an. Die Pikiniere sind gerade dumm. Der feindliche General ist tot.
So. Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Was passiert da gerade? Jetzt müssen die wirklich denen helfen, weil die zu dumm sind, irgendwas zu machen. Junge, Junge, Junge. Ah, ich brauche, glaube ich, wieder Schokolade. Das ist doch... Also wenn die beiden jetzt verlieren, dann... Einfach zu dumm. Wehe, wage es ja nicht. Ich verfolge euch selbst und töte euch. Hat er nicht gesagt. Männer fliehen vor der Schlacht. Gut. Das ist ein schändlicher Akt. Verzieht euch. Jetzt muss der Mob. Es muss der komische Mob. Nicht Mob. Jetzt muss der komische Mob eure Aufgabe erledigen. Weil ihr das nicht geschafft habt. Junge, Junge, Junge. Es sind die nabatäischen Schwertkämpfer so die Imba-Typen oder was? Also offensichtlich sind die ziemlich krass drauf. Also an sich war das eigentlich eine ziemlich leichte Schlacht, aber dann dachten sich die beiden so, nee, vor allem der da, der hat noch 62 Leute und der hat noch 58. Come on. Alter, der besiegt die auch noch, ne? Was ist da los? Was? Ich verliere jetzt wirklich diese einfache Schlacht. Ja, und der kann jetzt ja auch wieder hier raus, ne? Das ist so komisch. Was ist denn hier los? Was ist denn los? Ah, naja, okay. Dann verliere ich das auch noch. Also vielleicht, es ist noch nicht ganz sicher. Also es ist wahrscheinlich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Es ist sehr wahrscheinlich. Das ist ein schändlicher Anblick. Also die da werde ich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, okay, jetzt habe ich verloren. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Also wenn er jetzt komplett rumgeht, dann habe ich safe verloren. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jetzt habe ich verloren. Okay, gut. Ich versuche, die noch ein bisschen aufzuhalten. Aber viel kann ich da jetzt nicht mehr machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter, ernsthaft. Also das zu verlieren, ist halt mega peinlich. Ah, schau mal, der da, der hat 368 Leute gekillt. Okay, das ist eine sehr gute Einheit von ihm. Aber dass er 300... Okay, die eine Pikinier-Einheit hat sich unglaublich blöd angestellt. Unglaublich blöd angestellt und die andere auch. Also, ja nun. Aber ich lasse es mal so. Oh. Alter, das Ding ist, wenn ich mit der jetzt verliere. Also wenn ich mit der verliere, habe ich die Kampagne verloren.
Warte mal, was? Also seine Stärke ist halt wieder die Kamelbogenschützen. Die haben halt einen kleinen Bonus gegen meine Kavallerie. Aber ich habe auch Kamele. Also das wäre so eine Schlacht. Wenn ich die verlieren würde, würde ich wahrscheinlich nochmal neu probieren. Oder ich gehe zurück. Ich versuch's mal. Ich versuche mal einen Rückzug, weil, also ich könnte die schlagen. Das steht außer Frage. Also vielleicht heute könnte ich sie nicht schlagen, weiß nicht. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Aber wenn ich ein bisschen zurückgehe und der mir hinterherkommt, ist es doppelt gut für mich, weil ich muss ja sowieso versuchen, diese Armee aufzuhalten. Wenn ich jetzt in die Richtung gehe, ist super. Wenn ich in die Richtung gehe, auch super. Weil da ist die Stadt, die ich auch erobern muss. Also... Okay, so ist es, glaube ich, sogar noch besser. Ach, und du... Alter, hat er mich gerade mit einem Bogen angegriffen hier. Also Hauptsache ist, dass ich... jetzt die Armeen, die ich habe, behalte. Eieiei. Aber den kann ich auch noch schlagen. Gut. Ich mache jetzt überall schnell speichern, falls Rome wieder denkt so, ich habe keinen Bock mehr. Und ich beende das Ganze jetzt hier. Der hat wieder sehr viele Plänkler, aber das hat uns letztes Mal auch nicht aufgehalten. Wir bauen uns wieder genauso auf wie vorher. Nur dieses Mal so. So. So, so. 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 Und so. Sehr schön. Ihr geht dahin, ihr geht dahin. Ihr bleibt noch da und schaut rum. Okay, jetzt ist da ein bisschen was anderes. Jetzt kommt da mit Plänkler-Kavallerie und Meder. Okay. Dann brauche ich da wahrscheinlich beide Kavalleries. Ja, oder? Also wenn ich hier reingeht, ist kein Problem. Das lasse ich dann. Ah, sieht, ja, der ist noch nicht ganz. Die sind sich noch nicht ganz sicher. Ich gehe einfach mal schon mal in Position. Einfach, noch. Ihr macht hier mal zu. Das ist gut. Okay, und rein da. Rein in die Olga, wie es irgendwo Männer heißt. Bank. So.
Würdet ihr bitte den mal töten? Das wäre Herz aller Liebst. Unser General wird angegriffen! Jetzt mach den doch platt. Weil das da ist jetzt unpraktisch. Steinschleuderer! Gepanzerte Elefanten! Zerstört die! Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten! Mega unpraktisch. Ja, denn der ist jetzt weg. Oder ich gehe hier rein. Das kann ich natürlich auch machen. Und der kümmert sich dann um den. Okay. Das ist, glaube ich, eine bessere Taktik. So, sehr schön. Gut, die sind dann auch weg. Super, super, super. Gut, das war erfolgreich. Ihr nicht mehr schießen. Ihr könnt mal aufhören hier. Danke. So, sehr schön. Gut. Ja, aber die gehen eigentlich sehr häufig in die Falle rein, was sehr schön ist. Warte, wo war das? Wo kämpfen wir gerade? Ich glaube im Norden oben, ne? Nee, ja, glaub schon. Gut, knapper Sieg. 350, 350, 500, 180, 160, 50. Ja, gut. Das war, glaube ich, der am Anfang. Ah, vielleicht war das der gegen die Kavallerie gekämpft hat. Das brauchte man ein bisschen. Ah, genau, Edessa, ja. Und wieder. 1300, sehr schön. Ja. Nun, das wäre jetzt natürlich noch ärgerlicher, wenn das verloren gehen würde, was sehr gut passieren kann. Vor allem mit der Karte ist es sehr schwer, sollen wir raus? Ne, er hat sehr viele Kavallerie. Genießen? Doch nicht. Bürgerwehr? Hopliten? Hä? Ich dachte, der hätte Pikiniere, aber nö. Ja, cool. Ich dachte jetzt echt, dass er Pikiniere hat. Ach so, ja, kein Problem. Ich stelle mich mal hier auf.
Ich dachte ernsthaft, dass er Pikniere hat. Also die Bürgerwehr, die sah gerade fast so aus wie wie Pikniere. Aber nur ein bisschen. So, bitte Feuer frei, volle Kanne, Feuer frei. Unser General wird angegriffen. So, einfach hier rein. Könnt ihr nicht schießen? Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Wollt ihr mal schießen? Ist natürlich jetzt blöd, dass der, ja. Wieso sind die Elefanten jetzt in Raserei geraten? Das ist so. Gut, kann ich gleich aufgeben. Unsere Männer fliegen. Leute, darf ich neu anfangen? Oh. Das ist ein schändlicher. Bunny, warte. Was gerade richtig, richtig lustig war, was eigentlich nicht passieren sollte. Ich bin ja mit meinen Einheiten nach vorne gerannt. Also weg vom Elefanten, der ist hinterher. Ist ja klar. Und dann bin ich wieder zurück. Und er ist auch wieder zurück. Das passiert eigentlich nie, weil vor allen Dingen, also nie, also sehr, sehr selten. Meistens bei denen, wo man selbst spielt. Weil vor mir war ja schon der Feind. Und normalerweise hätte er so Rage Mode weitermachen müssen. Aber naja. Ja, nun. Also, ja, das kann ich vergessen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Vielleicht kann ich mit den Elefanten alleine irgendwas machen. Da wäre die Überlegung echt da gewesen, den zu killen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ah ja. Das kann ich vergessen. Warum ist er jetzt also der ist ja so schnell geraged. Der, die Trakanische Kavallerie, also die Plänkler-Kavallerie von ihm, die hat ja gar nicht, die hat nicht mal mit Feuer geschossen. Die hat ein-, zweimal auf ihn, ehrenhafter Tod, ein Scheiß. Das war ein Schmarrn. Wieso habe ich jetzt minus 2000... Willst du mich verarschen? Gut. Es ist noch nicht verloren. Aber schon ziemlich. Wir müssen halt jetzt mit denen zurechtkommen, was wir noch haben. Ach. Ja. Mhm. Schau, und ich habe ja jetzt Verschleiß, ja. Gut. Aber ja, es ist der Computer. Und der kann sowas nicht. Gut. Ja.
Kapitulation eine Runde. Okay, das können wir tatsächlich machen. Weil da müssen wir dann am Schluss auch nochmal kämpfen. Auch wenn er kapituliert. Gut, aber ja, wir werden dann jetzt aufhören. Danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob wir das noch schaffen. Weil, wie gesagt, also wir sind bankrott. Wir können nichts mehr kaufen. Wir können nichts mehr machen. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist das Geld durch Schlachten bekommen. Das da war auch so unnötig, aber okay. Das da, also okay, das da okay, weil er hatte sehr viele Plänkler-Kavallerie, die Feuer schmeißen konnten. Also früher oder später werden meine Elefanten geraided, also geraged, meine ich. Also ausgeflippt. Okay, also das da hätten wir höchstwahrscheinlich so oder so verloren. Aber das da, das war mehr als unnötig. Das war mehr als unnötig. Na gut. Ja, das übernehmen wir, weil Plündern bringt nichts. Weil der hat ja nichts verändert, außer das da. Okay. Gut. Gut, ja, also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ist natürlich jetzt sehr problematisch, was gerade passiert, aber ich gebe nicht auf. Niemand gibt auf. Wir machen weiter, bis wir sterben. Bis dann. Bye, bye.